Salam, was guckst du? Wir gucken heute ein Spiel zusammen an mit dem Spielexperten André. Hi André. Hallo. Welches Spiel zocken wir heute? Loom spielen wir heute. Loom. Wir machen ein Let's Play von Loom. Genau. Loom ist ein, wie nennt man das? Free-to-play MMORPG. Okay. Das heißt... Alles der Reihe nach. Free-to-play heißt, genau. Kostet nichts. Genau. MMO heißt? Online mit anderen Spielern. Online mit anderen Spielern. Und dann RPG heißt Rollenspiel. Ah, also gut. Ihr könnt dann einfach auswählen, welche Rolle ihr spielt. Sadomaso ist da und... Alles, was du willst. Alles, was ich will. Gut, jetzt sind wir bei wo? Was machen wir jetzt gerade? Genau, also wir fangen jetzt quasi an mit der Charaktererstellung. Mit der Rolle? Genau, das heißt, du fängst jetzt einfach an, dich selbst in dem Spiel zu erstellen. Sag mal, das Spiel, jetzt sehe ich das auch, ist irgendwie asiatisch angehaucht. Wo spielt das? Wann ist das? Fantasy oder ist es geschichtlich? Also es hat viele Elemente von der chinesischen Geschichte. Mhm. Also von der mystischen Geschichte des alten Chinas. Du wirst da viele Götter aus dem alten China treffen, die dir irgendwelche Aufgaben stellen. Du sollst Drachen finden, die dich einfach unbesiegbar machen können, mhm, wenn du dich schlau genug anstellst. Bevor sie mich verbrennen, ja, mit dem Atem. Genau. Oder andere Spieler dich halt. Ach, das ist auch Spieler gegen Spieler? Genau, auf jeden Fall. Also kann ich das auswählen? Oder das, wenn kannst auf du die Fresse haut? Oder ich fange jetzt gerade so als Anfänger an, dann kommt gleich einer, der... Also bis Level 25 bist du sowieso unangreifbar für andere Spieler. Da kannst du nur von Monstern getötet werden. Mhm. Und ab dann, kann ich mir aussuchen, ab dann kannst du auswählen, ob du andere Spieler angreifen willst oder dich angreifen lassen willst oder ob du dann auch weiter geschützt wirst. Also perfekt für so einen Einsteiger wie mir. Ich habe keine Ahnung, was ein Mordbürgerzitz oder wie immer das spielt. Cool, ich bin dabei und jetzt haben wir gerade so eine Frau, die tanzt für mich. Genau. So, das ist jetzt mein Charakter. Kann ich nicht einen Mann haben? Ja, kannst du auswählen. Ah, kann ich. Kannst du beim Geschlecht. Ah, Geschlecht, da. Geschlecht ist immer so ein typisches Merkmal, ob es männlich oder weiblich ist. Sieht die Frau besser aus? Gut, hatte. Was nehmen wir, Mann oder Frau? Das. Sehe ich die Frau im Spiel dann? Das bist du dann, ja. Sehe ich dann die Frau quasi immer so von hinten so? Die kannst du auch von vorn sehen und von allen möglichen Perspektiven. Also. Dann gefällt mir die Frau besser. Wie nennen wir die Tante denn? Das ist auch dir überlassen. Tante. Hoffen wir mal, dass den Namen noch keiner hat. Genau, jetzt kannst du deine Frisur noch ändern und die Haarfarbe und alles Mögliche. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Ich kann die Frisur auswählen. Alles möglich. Ich kann auswählen der Frisur. Ah, das finde ich cool. Das sieht fresh aus. Ja. Das sieht so aus wie 16. Auf Drachenjagd. Ja, 16. Bauchnabel frei. Ja, das ist doch cool. Hier ist ein Roma. Oh Gott. Was haben wir noch? Gesicht. Ah, na, kannst auch so noch. Guck dir das an. Schön, schön oder schön? Oder nicht schön? Wie so hübsch. Details. Was sind Bananen? Wachsen die aus den Augen? Nein, Schmetterlinge, glaube ich. Ach, Schmetterlinge soll das sein? Oder hast du schon mal blaue Bananen gesehen? Also ich. Wenn sie schlecht sind? Stimmt, die Bananen. Outfit. So. Nee, ich bin bauchnabelfrei. Oh, das ist doch schön. Züchtig. Komm hier, wir nehmen das da. Also die Farbe, die wirklich... nein, die war gut, die Frisur. Ich wollte die Haarfarbe ändern. So, jetzt. Ja, passt doch perfekt. Genau. Jetzt hast du bei der Waffenvorschau, kannst du, wenn du da ein bisschen durchklickst, das sind die verschiedenen Waffen, die man in dem Spiel haben kann. Zitar ist doch dieses indische Musikinstrument. Ja, genau, Instrument. Genau. Wenn du da einmal draufklickst, dann... Oh ja, genau so sieht das hast aus. Hast du so eine Vorschau, wie dein Charakter später mal aussehen kann mit dieser Waffe. Rockstar, nehme ich. Rüstung? Auch Vorschauen. Also, ich will nur wenig Stoff haben. Stoffrüstungen sind halt hauptsächlich für Magiewaffen, aber dazu kommen wir gleich noch. Und die schweren Rüstungen. Das ist nur eine Vorschau, kriege ich jetzt noch nicht, ne? Nee, das kriegst du jetzt noch nicht, das ist nur eine Vorschau. Okay, hübsch. Dann drücken wir auf Zufall. Nein. Ach, Charakter haben wir schon vergeben. Oh. Ja. Tante, okay. Dann nehmen wir doch... Tante. Schnalle. Schnalle gibt's noch, siehst du? Schnalle gibt's noch? Ja. Ja, dann... Siehst du da deinen Charakter direkt und kannst direkt unten rechts hier, das ist Tante und das ist Vogel, ja? Genau. Tante, Vogel, Schnalle. Also gut, das ist, ja, dann drücke ich da drauf oder was mache ich jetzt? Genau, und jetzt rechts unten auf Start. Shitarte. Also das Spiel ist schon online sozusagen. Ja, genau. Also ich treffe jetzt schon auf Spieler. Deswegen ist die Tante, vielleicht läuft uns die Tante ja gleich über den Weg. Das kann alles passieren. Herzlich willkommen. Und die Spieler kommen aus Deutschland oder wo sind die aus China? Treffe jetzt die Chinesen. Eine Chinese wird ein bisschen schwierig. Also du wirst viele Deutsche treffen, denke ich. Du wirst aber auch einige Russen zum Beispiel treffen.
Ja, Russen sind. Also das heißt, dieser Server ist nicht deutsch oder so? Doch, es ist zwar der deutsche Server, aber es spielen natürlich auch andere Russen, die eine deutsche Frau suchen hier. Genau. Oder Deutsche, so. Deutsche, die eine russische Frau suchen vielleicht. Hier heißt einer viel Spaß und einer heißt Willkommen in Loh. Also die Namen werden auch schon weg. Nee, die kannst du noch nehmen. Das sind ja sogenannte NPCs. Das sind Leute, die dir im Spiel Aufgaben stellen. Das ist ja schön, ja. Das ist quasi die Anfängerwelt. Da startet jeder neue Spieler. Und jetzt siehst du bei der Hedine Ying. Oh, sorry. Ich wollte nur um. Das ist wirklich schön. Guck mal hier. Also, guck mal, da ist wieder einer. Da ist einer. Hey, du bist auch mal. Hey, bleib hier. Und wieso sehe ich deinen Namen nicht? Da immer auf und drauf. Macht er was anderes den ganzen Tag, als durch die Gegend springen? Wie springt man denn? Mit der Leertaste. Mhm. Hast du die Goldfische gesehen? Nee, genau. Sag mal, wo sind die? Da. Guck, das sind. Das sind so. Sag mal, ist das jetzt ein Browserspiel oder ist das ein. Nee, das ist ein Client-Spiel. Man lädt sich das runter. Wie groß ist das, der Client? 2 GB. Also, ja, es geht recht fix. Also, mit dem iPhone runterladen. Okay, jetzt haben wir also mal genug. Also schöne Welt. Also schöne Start. Ja. Welt sozusagen, Umgebung. Genau. So, jetzt springe ich hier. Jetzt fange ich genau an wie der andere Depp. Jetzt musst du aber einmal nach links abschweifen. Okay. Klick mich an, die Hedine will was. Genau, da siehst du, sie hat ein. Boah, ist die groß. Da siehst du, sie hat ein Fragezeichen über ihren Kopf. Das heißt, sie hat eine Aufgabe für dich. Ich will mich was fragen. Genau. Klicke im Dialogfenster auf den Questnamen. Bei Abenteuer beginnt. Und dann schon fertig. Willkommen in der Welt von Loom. Long oder Loom? Loom, sagen wir. Ist das Chinesisch? Loom. Genau, das heißt auf Chinesisch so in gut. Etwa was wie Drachen. Ja. Drachen heißt Loom. Du kannst die Grundlagen des Spiels kennen, mit Tipp drücke nach dem Aktien. Ja, genau. Ich. Das sind Grundlagen. Komm, lass uns gleich drauf. Oh! Ja, siehst du? Jetzt hast du aber wieder die nächste Aufgabe, die sie für dich hat. Nicht so, okay, weiter. Spiel mit Feng Xi, Annahme. Ja, ich nehme es an. Genau. Wo ist Feng Xi? Jetzt hast du rechts in der Questüberwachung die Möglichkeit, einfach auf Feng Xi drauf zu klicken. Und dann läuft dein Charakter sogar automatisch. Ach nee, ja, das ich vorher gar nichts mehr machen. Ja, du kannst jetzt in Ruhe anderen Tätigkeiten. Ich dachte, jetzt muss ich den suchen hier. Spiel mit Feng Xi fertig. Krieg ich auch mal ein paar Belohnungen für, oder? Ja, kannst du. Das ist zum Beispiel da unten die Erfahrungsanzeige. Jo. Dieser blaue Balken, der sich immer füllt. Ja. Und bei 100% hast du ein Level up und kannst sogenannte Statuspunkte verteilen. Ja, gut. Genau. Jetzt muss ich zum Trainingsdummy? Genau. Und den musst du jetzt einmal. Sehr geil. Das heißt, ihr macht alles alleine. Jetzt gehen wir da rechts, hast du die Trainingsdummy? Meine Schnalle ist ziemlich intelligent. So, ja, jetzt. Klick mal auf ihn drauf da, der direkt vor dir steht und den kannst du jetzt mal umhauen und den noch. Ah, mit so einem Doppelklick. Wo gehst du hin? Ich hab vorbeigeklickt. Ja, das stimmt. Rechte Maustaste kannst du deine. Genau. Ah. Da kannst du auch mal ein bisschen ranzoomen an. Ich hab E gedrückt statt W. Mit dem Mausrad kannst du auch ranzoomen an deine Schnalle und. Na? Das kannst du so quasi von allen Seiten. Wenn du jetzt mal mit S rückwärts läufst. Ah, das Ding ist wieder zurückgekommen. Hau ab! Genau, ein bisschen nochmal von vorne und lauf jetzt mal mit S nach hinten, bitte. Ne, bleib ruhig rangezoomt. Also mit S nach hinten. Siehst du auch, ne? Guck mal, wie viele Frauen ist. Ja. Da siehst du auch, dass diese Bewegung, wenn Frauen laufen, da ist ja generell immer ein bisschen Bewegung im Spiel und das haben wir halt. Was ihre Bananen auch? Da haben wir halt zugesehen, dass da viel Realistisches mit einfließt. Genau, du solltest übrigens nur einen umhauen. Ach so. Wollte ich dir nur nebenbei. Aber jetzt muss ich wieder zurück zur Lin Xian. Genau, zu Lin Xian. Ah, nee, ist nicht zurück, das ist eine neue Person. Genau. Auftraggeber will nichts mit mir zu tun. Huch! Guten Tag. Sind alle viel größer als ich? Muss ich noch wachsen oder was? Ja. Kampftraining fertig. Kann sie verbessern, bla bla bla. Komm. Nächste. So, deswegen bin ich ja da. Na, danke. So. Dorfwächter, Bürger. Überhaupt kein Name, Bürger. Sag mal, warum sind die so riesig? Ich krieg Minderwertigkeitskomplex. Genau, jetzt hast du mir 2 erreicht. Ja, das heißt schon mal. Ich wachse. Genau. Zumindest sind deine Fähigkeiten größer. Erstmal kannst du hier jetzt links Statuspunkte verteilen. Okay. Die wirken sich vor allem. Wo sind die? Das ist hier die 2 Punkte, die du da hast. Ah, die wirken sich halt vor allem auf die Waffen aus, die du tragen möchtest. Also du musst dich quasi jetzt entscheiden, möchtest du eher auf die magischen Waffen, das heißt halt zum Beispiel diesen. Also
Ich mag diese ganzen Farben, dann eher Magie. Huch, jetzt habe ich Präzision ausgesehen. Ja, kannst du auf Abbruch nochmal klicken, rechts in den. Und dann kannst du direkt das. Magie gibt schöne magische Sprüche, ne? Mit genau. Bunten Farben so, und so Zauber Bananen. Und so Zaubern und sowas. Ich werfe magische Bananen dann. Gut, dann kommen wir machen Magie und so und Spaß. Ja, hau einfach beide Zack. Drauf, genau. Weg. Kannst du das wieder zumachen? Da. Genau. Und jetzt hast du hier, kriegst du deine erste Rüstung und musst dich hier aber für die Stoffrüstung entscheiden. Genau. Weil ich magisch werden möchte. Genau, weil die Stoffrüstung vor allem für die. Berichtigungsschein Quest. Welchen jetzt? Der Beide. Rechte ist für die schweren Rüstung, der linke für die Stoffrüstung. Ist. Stoffrüstung, ja, super. Und das nehmen wir, danke. Das schneiden wir raus. Okay, ich dachte, ich jetzt wär, weißt du, warum die Namen auch ausgeblendet sind. Ich dachte, ich werde vielleicht mit Schnaller, aber. Super Community hier an dieser Stelle. So, komm, wir gehen zu Hang Po. Ja, erste Stoffrüstung ist fertig. Stoffrüstung. Genau. Jetzt kann ich mich mit der anderen Toronto? Hättest du vielleicht einen männlichen Charakter auswählen müssen. Jetzt, was habe ich hier? Totem gebunden, Kralle gebunden oder Zita? Genau, Zita, ne? Jetzt kannst du erstmal die Quest annehmen. Achso. Und bei dir ist ein Typen. Jetzt hast du übrigens deine erste Rüstung schon gekriegt. Wie du siehst. Und wie kann ich die Rüstung ansehen? Also, habe ich die schon an? Die hast du schon an. Die erste Rüstung wird direkt angelegt, wie du siehst. Man muss eigentlich gar nichts machen im Spiel. Naja, jetzt noch nicht. Das ist halt, wie gesagt, das Anfängergebiet, wo alles ein bisschen gezeigt wird. Das ist auch theoretisch schnell in 5 Minuten durch. Und jetzt kannst du deine erste... Ja, dann nimm sie dir. Kann ich nehmen. Super. Oder hast du sie? Boah, ist ja größer als ich, das Ding. Ich bin so klein. Kleine Knalle. Deswegen musst du sie auch schräg tragen, sonst wird das mit dem Laufen ein bisschen schwierig. So, jetzt so. Das ist cool hier mit dieser Wegweiser-Dings, weil man weiß ja gar nicht, ne? Genau. Also es gibt läufst auch so eine riesige Welt rum und weiß nicht, wo du bist und wer du bist. Genau, es gibt auch noch andere Aufgaben im späteren Spielerleben, dann gibt's das nicht. Da musst du quasi intensiv nach den Zielen suchen, um die Aufgaben dann abzuschließen. Cool, guck dir den Vogel mal an. So kannst du später auch raus. Super Klamotten. Ey. Wer ist dein Schneider? So, jetzt kann man unter den Rock gucken. Unverschämt. Das kann man auch. Deswegen habe ich dir die Frau dann empfohlen. Je nachdem, was du halt machen wolltest. Ne? Nee, er freut sich, springt. Oh, ich kann auch springen. Hier, da. Aber das unterm Rock gucken, das ist dann halt, wenn manche Spieler dann abends mal alleine sind. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht weiter ausführen. Jetzt siehst du rechts der erste Kampf. Da wirst du quasi jetzt auf deine ersten Monster treffen. Genau. Das hört sich leicht Charakterfenster homoerotisch an. Ich bin der Seerosen-Dämon. So, du Seerose. Muss ich jetzt die Seerose. Genau. Und mach am besten das Charakterfenster noch einmal zu. Stört beim Kämpfen, ne? Genau. Und jetzt siehst du mich. Hey, wo geht's hin? Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Einmal kannst du mit der Tab-Taste, falls du die kennst. Da. Genau. Kannst du. Wo läufst du denn jetzt hin? Weiß nicht, ich habe nur auf Seerosen-Dämon geklickt. Ja, da sind sie ja. Rechts, wenn du die Kamera wieder drehst, genau. So, jetzt kannst du. Genau, die sollst du jetzt einmal angreifen. Auf die Fresse, du Sack. Huch. Was mach ich denn jetzt mit dem Board? Ach, hab ich da jetzt rumgespielt? Genau, du sollst jetzt quasi 5 davon einmal erledigen. Was macht die Tante? Die haut ihm die Sita ins Gesicht. Ist ja witzig. Ja, du musst von weiter weg auch machen. Sonst sieht man ja den magischen Effekt gar nicht. Ah, und das ist ein Fernkampfwaffe, ne? Kraft doch den da hinten an. Und jetzt den da hinten. Dann siehst du auch ein bisschen. Das ist ja lustig. Ich greife den beim Musikinstrument an. Genau. Der denkt, er geht zum Konzert und. Oh, was nettes nur. 4 Erfahrungen. So, wie viel habe ich noch? Ja, 5 von 5. Du hast alle erledigt. Jetzt kannst ich hasse die. Ich mag sie. Hause kaputt. Das ist alle weg. Guck mal, wenn du jetzt noch einen triffst, dann hast du das nächste Level ab, glaube ich. Level 3, jetzt kannst du hier links, siehst du direkt, wenn du einen Statuspunkt hast, dann blinkt der Button quasi. Dann drückst du drauf. Genau, und kannst wieder 2 Statuspunkte vergeben. So, jetzt bin ich Magie-Experte. Genau, jetzt bist du Level 3 schon. Okay.
Genau, jetzt hast du vielleicht gesehen, dass sich die Farbe von den Seerosendämonen von den Namen auf grün geändert hat. Habe ich das gesehen? Das weiß ich nicht, ob du das gesehen hast. Vorher waren sie weiß, also siehst du, da ist einer, der ist halt ein bisschen stärker. Ja, einer ist grün, einer ist weiß. Genau, die grünen sind halt dann für dein Level schon. Also da solltest du keine Probleme mit haben. Und weiß? Weiß, die sind halt für deinen Levelbereich noch in Ordnung. Also die kannst du dann noch anwenden. Also grün ist schwerer als weiß. Genau. Ah. Nee, andersrum. Ah, weiß ist schwerer als grün. Und dann gibt es noch rote, rot, die dann halt nicht anpassen. Solltest du zumindest nicht. Und was ist dann schwarz? Selbstmord. So in etwa. Schwarz gibt's nicht, orange gibt's dann noch. Die sind dann halt auch. Gibt's hier? Kann man tanzen? Ja. Wie mache ich das? Dann musst du rechts oben auf den, quasi der so ein bisschen die Arme rausstreckt. Ne? Links, links, links. Oh, ja, 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 genau. Emotionen. Und jetzt ist das, glaube ich, der hier. Nee, okay. Nee, da links, links. Hin, ja, 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 ja. Da musst du dich aber sehen dabei. Ne? Oh. Hallöchen, Popöchen. Ist er hier? Und? Krieg ich die Dollars zugesteckt oder was ist jetzt hier los? Das kannst du entscheiden. So, ab wann ist das Spiel freigegeben? Wieso? Küssen. Genau, also du kannst übrigens auch heiraten in dem Spiel. So, ich knutsch mal hier den Vogel an. Ja, genau, also. Nee, küssen kann man nur mit anderen Spielern. Grüßen. Tag. Wo ist die Schweiß und setz mich hin? Hallo, erzähl mir eine Geschichte. Ignoriert mich komplett, lege ich mich halt hin. Ja, das müsste seine Aufmerksamkeit. Boah, der ist schwul. Ich rufe ihn. Komm. Boah, ey. Ich provoziere ihn. Mhm. Macht meine Schnalle Geräusche? Nee, ne? Noch nicht. Noch. Vielleicht kommt das irgendwann. Also kommt immer darauf an, was man mit den Frauen macht, ob sie Geräusche machen oder nicht. So, wenn du jetzt mal genau nach Weng Chong. Nee, jetzt musst du erstmal zur Yi Yi. Achso. Auch hin in die andere Richtung. Genau, also siehst du auch rechts immer direkt, welche Aufgaben oder Quests du abgeschlossen hast. Also die Grafik ist doch hübsch, oder? Ja, das ist wunderbar, also, muss ich sagen. Mir gefällt sie. Eine tolle Welt. Ich finde das toll, dass sie da alleine den Weg findet, ne? Du kannst jetzt, keine Ahnung. Ich kann jetzt eine rauchen. Rauchen. Wenn ich rauchen würde. So, jetzt bekommst du nämlich einen kleinen Begleiter zur Seite gestellt. Orchidee, Lotus, schwarze Katze. Oh, Katze. Ich bin eine Katze. Du musst die erstmal annehmen und dann beim nächsten. Ach so, ja, ich denke immer. Bis hier zu Xi Bao Bao. Ah, das ist direkt da um die Ecke. Genau. Und jetzt musst du quasi eine Prüfung ablegen. Ja, werden wir die sehen, was glaubst du denn, wie ein Magiepad schlüpft? Wie schlüpft ein Magiepad? Genau. Keine Ahnung, erwärmen. Nein? Nee. Warum nicht? Ich erwärme die Seele. Na, komm. Nee, so ganz, wie Eier ausbrüten. So ganz einfach ist es nicht. Also musst du sie benutzen einfach. Warum? Wie welcher Tasse und das Kopf? Keine Ahnung. Mit B wie Pet. Ja, super. Ist vieles auch logisch. Keine Magie-Pet-Skill sein? Wärst sonst ein. Ja, wollte gerade sagen, wärst sonst ein Magie-Pet. So, jetzt kannst du deine Katze nehmen. Ja, gleich geben können, dann ja. Jetzt hast du erstmal rechts in dein Inventar. Da siehst du übrigens alle Gegenstände, die du während des Spiels sammelst. Und kannst jetzt mit einem Rechtsklick auf deine Katze, auf die Pet-Seele. Bist du sicher, dass die schwarze Katze benutzt? Ja, ich will sie benutzen. Gib mir Petnamen ein. Schnallenkatze. So, du hast gesagt, das Spiel ist ein bisschen kaputt. Ja, auf jeden Fall. So. Das. Ah. Jetzt kannst du direkt rechts noch den gelben Futtersack auch benutzen. Und dadurch verliert sie nämlich keine Vitalität. So, und deine Schnallenkatze, die sammelt jetzt quasi Gegenstände für dich auf. Wenn du Monster tötest, dann kriegst du direkt. Also, einfacher zu spielen geht's nicht. Ja, auf jeden Fall. Und hier siehst du auch ein paar von den anderen Magie-Pets, die es noch gibt in dem Spiel. Hier, das sind zum Beispiel Reittiere, auf denen man reiten kann, um schneller voranzukommen. Schlachtross. Riesige magische Katze, was haben wir hier? Kriegslöwe. Wow, der sieht echt cool aus. Guck dir mal den Löwen an. Kann ich den klauen? Klauen ist, glaube ich, nicht so einfach. Komm, ich geh mal da drauf, geht nicht.
Und den krieg ich später irgendwann mal. Den kriegst du auf jeden Fall. Also kriegst, jeder Anfänger kriegt zu Beginn noch ein Reittier. Ah ja, so einen roten Stier gibt's auch. Genau. Also, das heißt, ich kann später, fliegen? Kannst du auch. Nein, ich liebe das. Brauchst gar nicht laufen. Zeige ich dir sogar gleich noch. Oh, süß, Babyelefant. Genau. So ein kleinen Dumbo. Kleines Pumpes. Kann man auf dem reiten? Bricht unter mir zusammen. Das wird ja ein bisschen größer. Also. Spinnen, Junge, was ist das für ein Freak? Oh, du brauchst echt mal Chirurgie, du. Das ist echt was denn? Boah, das ist ja ein Freak. Nimmt denn so ein Vogel? Hässlich. Was haben wir noch? Wer ist das? Sumpfechse. Sumpfechse, genau. Ja, nee. Aber jetzt mal was anderes. Jetzt hast du, siehst du hier unten einmal den Drachensägenbinken. Das ist nämlich eine Belohnung, die du bekommst, wenn du online bist, eine gewisse Zeit. Also 5 Minuten und schon kriegst du. Genau, also am Anfang zu Beginn. Müssen wir später noch. Achso, zur Zeit gleich, nicht angenommen. Müssen wir gleich nochmal probieren, laufen wir erstmal weiter. Okay. Zu Beginn kriegst du halt relativ schnell in den ersten Leveln und dann ab dem nachfolgenden Tag quasi, wo du dich einloggst, jeweils, wenn du 60 Minuten eingeloggt bist. Cool. Gehe ich jetzt zu Wang Chong oder Huan Rong? Zu Yuan Rong, weil die Quest hast du ja abgeschlossen. Die andere ist noch aktiv, weil du Level 5 noch nicht erreicht hast. Wo ist meine Katze? Da ist sie, Schnallenkatze, komm. Die läuft hinterher, in die ganze Zeit. Kann man die Farbe ändern von der Schnallenkatze? Ja, du willst eine Katze bitte färben. Es gibt nicht so eine Topfarbe irgendwo. Ich sehe die kaum auf dem dunklen Boden. Nachher trete ich außerdem auf die. Die kannst du nicht einfach. Schnallenkatze, komm. Musst du, also ich darf wählen. Genau. Tasche aus Leder oder eine Tasche aus was denn? Plastik? Hey. Stoff? Ja, ich bin Stoff, ne? Genau. Ja, das hast du ja selber gemerkt. Hast du immer Stoff. Jetzt hast du rechts die Tasche bekommen ins Inventar. Genau, rechts zu nutzen. Jetzt mit der Identifikationsrolle kannst du Gegenstände identifizieren, damit sie für dein Level quasi dann zugelassen sind. Und dann kriegst du quasi mitgeteilt, welche Eigenschaften. Hier, dann muss ich den Armreif, zack. Und dann da drauf. Genau. Aha, cool. Du siehst den Gegenstand. Ja, will ich. Und? Haben wir? Genau. Cool. Jetzt kann ich den. Jetzt kannst du ihn mit Rechtsklick einfach tragen, genau. Jetzt das hast du ihn. Ist ja easy. Also einfacher kann man ja nicht spielen hier. So, und jetzt kann ich hier in den Brunnen fahren. Mit der neuen Tasche! So, was haben wir noch? Jetzt müssen wir irgendwas abgeben wieder. Genau. Das Gebiet verlassen oder. Nee, hast du immer noch nicht abgeschlossen. Yuan Shi musst du erstmal. Ach, Yuan Shi. Der steht schon. Ah, der steht direkt daneben. Der ist schon ein bisschen älter, wie du siehst. Sehe ich den? Moment. Wo ist der? Ah, da ist er. Na? Genau. Jetzt darf ich mal eins auswählen? Ja. Anfänger. Aber du weißt ja wieder, ne? Gut. Ich bin der Magier. Genau. Magische Tante. Kannst du das Spiel so einfach mit? Nein, das wird bestimmt schwerer. Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist jetzt für die Anfänger. Dein nächstes Ziel, jetzt musst du ein paar Wölfe angreifen. Dann, jetzt kannst du wieder einfach, ich muss den Wölfen, genau, erst zu den Wölfen und dann. Also wie gesagt, später kommen dann noch richtige Aufgaben auf dich zu. Das machen wir nachher auch noch. Da ist es nicht so einfach mit einfach hinlaufen und einmal draufhauen. Achso, dieses Hinlaufsystem, das gibt es später dann doch nicht. Das ist nur im Anfängergebiet so. Und doch, das gibt's schon, aber halt nicht für alle Aufgaben, die du dann machst. Halt, bleib stehen, da sind sie doch. Genau. Ich komm vorbei, die Schnalle. Komm. Jetzt hat die Schnallenkatze was gemacht? Die Schnallenkatze hat jetzt Münzen für dich aufgehoben. Das siehst du in einer kleinen Meldung wieder. Kannst du selber die Eiskraft kaufen. Genau. Cool. Wir haben uns halt gedacht, das mit den Haustieren in der. Hier, Chantal. Chanal. Nee, Chanal. Die fällt ein Tee. Was ist das? Blut, Blattritter. Und das ist. Nee, das ist eine Bekannte. Was ist das eigentlich für ein Ölfleck, wenn ich draufklicke? Damit du weißt, wo du hinläufst. Kannst du mal einen kleinen Wolf. Ich habe die Erfahrung bekommen. Wie habe ich denn noch? Ah, habe ich schon. Genau, jetzt kannst Abgabe du direkt da vorne, siehst du wieder das Fragezeichen leuchten. Abgabe bei Bon Jovi. Mit im Spiel. Hallo.
Halt das Dorf sicher. Gut, dass wir mich haben. Achso, ich dachte, das war. Ah, da ist die deine erste Fähigkeit. Siehst du rechts? Hier. Im Inventar, wie es geht? Über Wut des Donners. Genau, wenn jetzt. Kann verkauft werden, ja. Ich will Kohle machen. Braucht den Skill nicht. Willst du Kohle machen oder ich stärker werden? Okay, ich will stärker werden. Genau, dann wieder rechtsklick drauf. So? Ja, mach das schon. Guck doch drauf. Ach so! Ja. Da unten ist. Ah, jetzt habe ich ja. Jetzt ist er direkt in deine Skill-Leiste unten. Hier. Nee, daneben. Mir da. Genau. Das ist Wut des Donners. Genau. Es wird ein Moment, was mache ich mit Wut des Donners? Es wird ein Blitz beschworen, der bei allen Gegnern im Kreis 5 Meter einen Schaden von 100 verursacht. Dann drücken wir nochmal drauf. Das solltest du natürlich auch machen, wenn Gegner in der Nähe sind. Oh, ich dachte mal, ich habe keine Ahnung. Voll verwechselt. Okay, hier. Genau, da zum Beispiel. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Tag. Hast du direkt zwei Wölfe wieder umgehauen. So schnell kann es gehen. Das ereignet sich dann bei meinem Gegner sozusagen. Genau. Gut. Wo gehen wir hin? Zu Shanghua oder jetzt zu Shanghua? Jetzt musst du erstmal von den Wölfen erstmal so kaputt hauen. Ich finde es so lustig mit dem Musikinstrument. Strum, strum. Hey, du hast mir die ganzen Wölfe kaputt gemacht. Kann ich dem was sagen? Ja. Indem du einfach versuchst, auf ihn drauf zu klicken und jetzt. Hast du hier oben so ein kleines Pfeilchen. Da hast du flüstern und dann kannst du mit ihm reden. Hau ab. Ich bin jetzt in der Reaktion gespannt. Oh, jetzt hat er dir zurückgeschrieben. Und dann hier auf Privat klickst, auf das Blaue, dann öffnet sich das. Hallo? Ich darf hier sein? Ja. So, zwei Stück noch. Hallo? Ich darf hier sein? Dann noch empört dazu schreiben. Mann! Du blöder Sack, kann ich ihn angreifen jetzt? Nee, noch nicht. Wie gesagt, du musst zu Beginn sind alle Spieler noch nicht jetzt. Aber lauf doch einfach da runter, weil in die Richtung musst du sowieso. Der kriegt alle Wölfe. Ah, einen. Ja, jetzt kannst du direkt zum Chonghua. Zu Chonghua. Ja, du merkst auch an den NPC-Namen, dass sie alle sehr chinesisch angehaucht sind. Selber den Weg nicht gefunden, hast du gesehen? Naja, das war schon scheiße. Hat das Navi vielleicht versagt. Wolfsfälle, fertig. Genau, jetzt kriegst du den ersten Umhang. Komm her. Da hab ich den Augen gemacht, schon mal zu gehen. Da ist wieder die Kamera mit der rechten Maustaste. Da hängt er. Okay. Jetzt muss ich zu Ben Ming. Steht direkt vor dir. Wo steht das? Du musst immer darauf achten, wer ein Ausrufezeichen über seinen Kopf hat. Das hat ein Fragezeichen. Eine Ausrufezeichen. Beides. Beim Ausrufezeichen kriegst du eine Aufgabe und beim Fragezeichen kannst du sie abgeben. Wie öffnet man ein Titelfenster? Das Titelfenster. Gut, das verrate ich dir mal. F wie Fenster. Das ist das J. Ah ja, das ist auch logisch. Es gibt außer dem besonderen Ansehen noch einen weiteren Vorteil durch einen Titel. Geld verdienen. Nein. Es dreht sich nicht alles nur ums Geld bei uns. Stimmt, kostet ja auch nichts. Ja, eben. Wofür kann man Geld ausgeben im Spiel? Also kannst du ja besondere Gegenstände kaufen, zum Beispiel. Oder auch Reittiere, womit du dann fliegen kannst. Irgendwelche Drachen. Mhm. Mit V kannst du zum Beispiel den Item-Shop eröffnen. Ach, und das ich hab keine Klamotten an. Weil du halt... Das ist ja unverschämt. Kannst dich quasi... Ist wie, 16, ist, ist wie so ein Modelladen quasi. Wenn du auf Kostüm einmal klickst. Da siehst du zum Beispiel die Kostüme, die du tragen kannst, und kannst du dir direkt in der Vorschau. Komm. Das ist nur für männliche nutzbar. Du musst ja einmal auf den weiblichen, die weibliche Abteilung reingehen. Und dann, hier. Genau. Aha. Zieht mir was an, das kann ich mir keine anschauen. So.
Super, und dann kostet das 49 Ingots. Genau, das ist quasi die Währung, die man sich bei uns dann kaufen kann. Wie viele Ingots habe ich gerade? Null. Null. Die kann man sich auch nicht im Spiel verdienen, die Ingots? Nee. Unverschämt. Aber du kannst natürlich an unseren Gewinnspielen teilnehmen. Das heißt, du gewinnst irgendein Event bei uns zum Beispiel und dann gibt es auf jeden Fall auch mal von uns eine kleine. Wenn ich jetzt auf Kauf gehe, dann landest du im Gamigo-Shop. Im Gamigo-Shop, genau. Ah, ich meine, habe ich noch nicht, ne? Komm ich zurück zum Spiel? Einfach hier unten das Icon, genau. So, ja, dann lass doch den Drachenmarkt mal schließen. Was gibt's denn alles im Markt? Da gibt's Begleiter? Begleiter, genau. Das ist quasi, Reittiere sind zum Beispiel Tiere, mit denen du reiten kannst. Und die kleinen Magie-Pets kannst du dir auch kaufen. Also kannst du zum Beispiel deine Katze, deine Schnallenkatze austauschen, wenn du möchtest. Nein, ich liebe meine Schnallenkatze. Das Datum steht jetzt über deinem Namen. Und wenn du auf den Titel einmal draufklickst, dann siehst du, was der dir bringt. Also der erhöht halt deine maximale HP, das sind deine Lebenspunkte. Die siehst du hier oben an der roten Anzeige. Um 20. Das Blaue sind deine MP, deine Magiepunkte. Die brauchst du halt, um deine Magie-Skills auszubilden. Was ist das goldene? Das ist die Ausdauer. Ah, da steht da drauf. Und die Schnallenkatze? Das ist Vitalität von der Schnallenkatze. Nee, ich will nicht ablegen. Entschuldigung. Nee. Benutz sie noch. Benutz mich. So, jetzt fällt es hier. Genau, jetzt hast du hier ein weiteres Feature. Das sind die Prüfungen. Das heißt, du musst im Spiel gewisse Ziele erfüllen, wie hier jetzt zum Beispiel Level 10 erreichen, um die nächste wieder eine besondere Belohnung zu bekommen. So, Statuspunkte, Ziel. Du bist auf Status hier oben. Du kannst wieder alles auf Magie draufhauen, weil du ja die Leute später umboxen möchtest. Okay. So, können wir jetzt noch irgendwas platzieren? Ein Drachen oder so? Genau, jetzt gehen wir erstmal zum nächsten. Jetzt kannst du nämlich zu Bang Chang endlich gehen. Jetzt kann ich endlich das Anfängergebiet verlassen. Genau, das verlässt du jetzt. Jetzt werde ich in die große weite Welt entlassen. Genau. Cool. Okay, jetzt liest sich denn diese ganzen Texte. Ups. So. Soll ich auf die Fresse oder was? Nee, noch nicht. Warten die direkt vor dem Anfängergebiet und passen die Leute ab. Genau. Hallo, Welt, ich komm. Starten sie wieder im Anfang. Nein, schon wieder. Was ist das hier, so ein Vogel hier, ein Ork, so ein blauer? Ja, genau. Die kommen auch in. Stehe ich jetzt noch unter PvP? Ja, bis Level 25. Bis Level 25, ab Level 26. Dann kannst du quasi auswählen bei jedem Login, ob du geschützt sein möchtest oder nicht. Alter Mann, komm her. Ja, ich nehme alles an. Jetzt bist du quasi in der ersten von aktuell 3 Maps gelandet. Ja. Das ist das Dragon Castle. Genau, das sind übrigens andere Spieler. Oh. Ja, was war das? Guck's dir an. Das ist zum Beispiel so ein Reittier, was man. Das gibt's hier nicht. Ella Rein. Du. Das ist einer von diesen fetten. Genau. Boah, das sieht doch toll aus. Ja. Diese Panda-Bären sind übrigens andere Spieler, die Sachen verkaufen. Wenn du jetzt mal auf einen so einen Panda-Bär draufklickst, dann siehst du, dass er Sachen verkauft. Mietbar. Will ich mieten? Kaufen? Achso, da gibt es so einen Mietpreis. Das heißt, ich miete von ihm was, ein Königsschwert? Nee, das kaufst du dann, aber das ist quasi die Möglichkeit, dass du selber einen Stand aufmachen kannst. Ach so. Aufmachen kannst. Aha, ich kann jetzt hier meinen eigenen kleinen Laden aufmachen. Und wenn du Sachen hättest, die du verkaufen kannst, genau. Dazu müsstest du einmal dein Inventar. Hier, meine Schnallenkatze. Du wirst es schon wieder verkaufen? Ja, die Tante macht ja nichts. Kostet Geld. Kostet Unterhalt. Frisst nicht mehr alles. Guck mich manchmal an, will ich Fleisch essen? Typisch Katze. So, was haben wir jetzt? Gehen wir hin zu Pangu. Pangu. Genau, das ist quasi eine dieser Gottheiten. Das ist nicht der Sklave. Was ist das? Ist das ein Spieler? Nein, das ist auch ein Magie-Pet. Das wäre zum Beispiel diese Orchidee gewesen, die du hättest auswählen können. Nicht der Sklave. Und wo ist der Typ, dem das Magie-Pet gehört? Na, der steht hier daneben. Das ist quasi, ist bestimmt der Standinhaber. Moment mal, der Spieler ist der Stand? Genau, der verwandelt sich quasi in den Stand, sobald er den Stand eröffnet. Und kann aber dann nicht spielen. Dafür gibt es die sogenannten VIP-Stände. Da kann man quasi weiterspielen, während man einen Stand eröffnet. Ach so, und wenn du keinen VIP-Stand bist, zum Stand? Genau. Also wenn du zum Beispiel ausloggst, um Hausaufgaben zu machen, dann kannst du einen Panda-Stand aufmachen. Genau. Ah, und wenn du weiterspielst, wird aus dem Panda-Stand, aber dann kannst du nicht mehr verkaufen. Genau. Es sei denn, du kaufst einen VIP-Stand. Du kannst aber auch
ohne Stand verkaufen, indem du dich einfach mit anderen Spielern verabredest. Oder du kannst als Stand spielen, dann bist du ein Panda. Genau. Ja. Mit einem Doppel-VIP. Gut. Wuhu, wilde Kauf. Kauf. Heißt denn der Spieler kauft? Nein. Nein, so hat er quasi seinen Stand. Ach so. Ins Wunderland kannst du auch gehen. Das ist so. Ich komm nicht hoch. Oh Mann, ey, ich will da drauf. Das geht nicht. Oh Mann. Hier kann ich drauf. So. So. Ich will eine Rede halten. Ich bin der Chef. Ich glaube, das heißt der Ort? Publikum ist ein bisschen klar. Dragon Castle. Genau. Übrigens, wenn du mal N drückst, die Taste. N? Dann öffnet sich die Karte von dem Gebiet, wo du dich gerade befindest. N für Karte? Und M. M. Das daneben direkt. Das ist quasi die Weltkarte. Jetzt kannst du einmal auf Dragon Castle klicken, weil in dem Gebiet bist du gerade. Wenn du jetzt einen Rechtsklick machst, dann siehst du das komplette Gebiet von Dragon Castle. Ah, was ist. Und das ist die ganze Welt? Das ist die ganze Welt, genau. Das nächste Gebiet wäre zum Beispiel die Yalu, was dann folgt. Es ist wieder eine riesige Map, die Spieler erkunden müssen. Und dann kommt Zulu. Und das ist quasi dann das letzte Gebiet, was aktuell spielbar ist. Echt? Und der Rest ist gar nicht spielbar? Der Rest kommt dann immer Guzu? Mit der Zeit dazu. Was Guzu? Guzu kommt nicht. Guzu. Panlong nicht. Fendu. Kommt alles noch dazu? Genau, auf jeden Fall. So, schöner Spot hier oben, aber interessiert keine Socke. Dann? Ich glaube, die nehmen dich nicht ernst. Das ist ich kann so tief fallen, wie ich will, mir passiert nie was, ne? Genau, es gibt keinen Fall. Kann ich Wasser springen? Hallo! Du kannst sogar schwimmen. Ups. Oh, ich will Wasser. Ah, okay. Schwimmen kannst du auch, wie du siehst. Herrlich. Ich will den Rock gucken und gucken. So, sorry, jetzt bin ich ein bisschen vom Spiel abgekommen. Jetzt bist du ein bisschen weit weg. Kann ich tauchen? Nee. Aber du kannst im Wasser springen. Ja klar, ist ja ist ein logisches Spiel. Hopp. Ja, schön. Es wird wirklich schön gezeichnet, diese Welt. Ja. Aber wie gesagt, jede Map sieht anders aus. Hier Dragon Castle hast halt dieses grüne... Genau. So, was ist das hier? Das könnte sein. Quellwasser. Das kannst du später mal abbauen, sobald du ein Produktionsskill gelernt hast. Du hast diese Fähigkeit nicht gelernt. Schneidenkatze kannst du? Nee, sie kann das auch nicht. Katze. Aber später kann sie das. Wie süß die Katze aussieht. Da kannst du nämlich deinem Pet beibringen, Dinge abzubauen für die Produktionsskills, die du gelernt hast. Ja. Und mit diesen abgebauten Materialien kannst du dann zum Beispiel Waffen herstellen oder deine Rüstung verbessern. Ah, ich kann mir selber was zusammenbasteln. Genau. Ich brauche also irgendwelche Rohstoffe. Genau, und die kannst du dann... Guck mal hier. Oh, das ist schön. Wunderschön. Ich hätte gern hier ein Haus. Mit Seeblick. Ja, Häuser kann man noch nicht bauen. Ne? Ne. Also, je nachdem. Wo vielleicht... Oh, guck mal, da ist... Black Mesa erhielt 200.000 Experience, ne? Als Belohnung für Erreichen Level 50. Was ist das für ein Vogel? Kann man den schon töten? Naja, ich glaube, der ist ein bisschen stark für dich. Klick ihn mal an. Dann siehst du, dass er ein bisschen rot ist. Kommt der schon auf mich zu, oder was? Ich glaube, ich weiß nicht, ob er dich angreifen wird. Nur der hat auch Spielinstrumente. Pass auf. Ja, ich spiele die Sita und du kannst ja hier die Trommel trommeln. Ja, dann probier das mal. Ich glaube, das wird ein bisschen... Hält ja gar nichts an. Ja, das stimmt. Hey, du hast gar nichts gemacht, du Vogel. Hier, Schneidenkatze, kannst du dich angreifen? Kann die das nicht machen? Nee, ne? Nee. Ich glaube, ich muss abhauen. Kann ich auf Rennen gehen? Nee, noch nicht. Dazu musst du einen Skill lernen. Dann. Ja, also Skill, du kannst verschiedene Fähigkeiten benutzen. Spring ich mal davon. Mit kann der schwimmen, der Vogel? Nee, also im Wasser bist du dann geschützt, sobald du schwimmst. Hat keiner gesehen, dass ich abgehauen bin, oder? Nee, ich glaube nicht. Also ein Kind des Drachen. War ja keiner. Wo ist er? Ah komm, wir lassen ihn in Ruhe. Der ist weg? Ich hab ihn besiegt? Nee, der ist da hinten bestimmt. Durch die Erfahrungspunkte? Taucht bestimmt gleich wieder auf. Okay, gut, lassen wir den. Also hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, dass du dann doch ein bisschen ängstlicher bist, muss ich dir ehrlich gestehen. Ja, ich greife den an. Was haben wir hier? Den kann ich angreifen. Nee, das ist dann zum Beispiel bestimmt für eine Aufgabe im Spiel. Musst du dann solche Dinger sammeln. Aber guck mal, da hinten sind wieder welche. Gegner. Aber die sind auch ein bisschen... Rot. Wenn du mal rechts unten schaust, da siehst du sogar, für welches Level die dann... Level 15. Welches Level die haben quasi. Das bin ich nochmal, Level 5. Genau. Wir sehen uns in 10 Levels wieder. Thank you.
Bestimmt seid ihr jetzt neugierig, welche Abenteuer euch und Kaya in Teil 2 erwarten. Ab geht's in den High-Level-Content. Erlebt, wie Kaya neue Freunde findet, mit Drachen durch schwindelerregende Höhen fliegt und gefährliche Endgegner bekämpft. Starte heute auf dem neuen Server. Erreiche jetzt als erster das Level-Cap und gewinne Kayas handsigniertes Gaming-Package, bestehend aus Maus und Tastatur. Wir sehen uns im Spiel. Tschüss.